In diesem kurzen Videotutorial zeige ich Ihnen, wie Studierende innerhalb einer Übung ein Team gründen können und eine gemeinsame Datei abgeben können. Dazu klicken Sie auf die jeweilige Übung, die bereits vom Dozenten angelegt worden ist, und anschließend hier auf Datei abgeben. Da noch kein Team besteht, muss erst ein Team angelegt werden und das kann das jeweilige Teammitglied, eins der Teammitglieder hier über den Reiter Team organisieren. Der Demo-Student hier B. Willi ist bereits Teammitglied und jetzt kann ich ein beliebiges Teammitglied hier hinzufügen. Das mache ich hier mal in dem Beispiel. Füge hier ein weiteres Teammitglied hinzu. Und jetzt kann im Namen dieses dieser Teamgruppe, die im Moment hier aus zwei Personen besteht, man kann noch beliebige weitere Personen hinzufügen. Natürlich sollten die Personen auch Mitglied des jeweiligen Kurses sein, um überhaupt an der Übung innerhalb des Kurses teilnehmen zu können. Jetzt kann hier an dieser Stelle einer der Teammitglieder hier eine Datei hochladen, beispielhaft. Ich werde das hier einmal vornehmen und suche hier eine entsprechende Datei aus. Nehme mal diese Beispieldatei. Mit Klick auf Hochladen ist die Datei im Namen des Teams eingereicht worden. Es lässt sich hier direkt im Teamlog sehen, wer innerhalb dieses Teams und vom Team hier in der Übung was getan hat.